Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und ja, ein bisschen eine andere Perspektive das mal, aber es geht ein bisschen darum, bevor ich das nächste Mal fahre und vielleicht das Thema nicht mehr weiss, wollte ich das jetzt ansprechen. Und zwar ist es so, stellt euch vor, also ich erzähle es einfach von mir jetzt, ihr habt ein Auto, ihr habt relativ wenig Profiltiefe und ich muss dazufügen, ich weiss nicht genau, wie die Gesetzeslage ist. Ich weiss 1,6 mm, weniger sollte man nicht haben. Ich weiss aber nicht, was passiert, wenn. Ob die Polizei dich rausnehmen kann, ob du eine fette Busse bekommst, Anzeige etc. Oder ob es bei der MFK nur blöd tut. Oder ob es einfach bei einem Unfall keinen Versicherungsschutz hast oder beziehungsweise die Versicherung blöd tut. Wie ich weiss, man kann im Winter, auch im Sommer und umgekehrt fahren, Pneu fahren, oder? Aber ich weiss nicht, mit den 1,6 mm, was das genau ist. Darum habe ich gefunden, hey, ich habe ganz billige Pneu, ganz günstige, wirklich günstige Pneu gekauft und habe gefunden, lieber günstige Pneu kaufen, anstatt zu wenig Profil drauf und wenn ich verwünscht sollte werden, dass ich dann eine fette Busse muss zahlen, oder? Das ist ein bisschen aus dem Grund aus entstanden. Aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr das Geld habt, entweder ihr wisst ja nicht, wie billig das eure Pneu sind, wenn ihr ein Occasion-Auto kauft, wenn die Pneus drauf sind. Ausser ihr habt die Pneu selber gekauft, dann natürlich wisst ihr das. Aber wenn ihr die Pneu selber nicht selber gekauft habt, sondern das auf dem Auto war, dann wisst ihr das ja normalerweise eigentlich nicht, wie teuer das die Pneu sind. Oder, und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich bin mega zufrieden mit diesen Pneus. Es ist eigentlich top. Die Pneus sind top. Dann würde ich sagen, warum? Also dann kann man ja eigentlich wirklich gerade die kaufen, wo man drauf hat. Und ich habe bei mir halt mehr das so gemacht, dass ich, Entschuldigung, ich bin gerade etwas am Probieren gewesen. Ich habe es eigentlich mehr so gemacht, dass ich gerade die gekauft habe, die billigsten sind. Und ich das Gefühl hatte, hey, so schlecht könnte es nicht sein. Oder so schlecht könnte es eigentlich nicht sein. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, entweder, dass ihr... Also erstens mal, schaut mal nach, wie viel Profil das ihr noch habt. Bevor ihr auf Sommerpneu wechselt, weil es bringt nicht zu wechseln und dann einen Monat und dann ist es wirklich, wirklich dünn und ihr habt viel riskiert. Lieber gerade direkt wechseln. Schaut vielleicht, was ihr für habt, wenn ihr sagt, hey, die, wo ich drauf komme, mit denen bin ich so zufrieden, ich bin 30'000 Kilometer neu gefahren, alles top, dann kauft ihr einfach die gleichen, wie ihr gehabt habt. Wäre eigentlich das Beste, was ihr machen könnt, und das Einfachste, oder lasst euch einfach beraten. Aber ja, bei mir ist es jetzt so, ich habe jetzt 10 Kilometer damit erst gefahren, mit meinen Pneu. Ich bin eigentlich damit zufrieden, nur so wie viel, wie ich mich erinnere, ist es glaube ich im Nassen ein heißer mit denen, weil sie wirklich so billig sind. Könnte im Nassen vielleicht ein bisschen rutschen. Aber muss ich nochmal nachlesen, was es eigentlich gegangen ist. Aber für mich war es einfach so, hey, kauf lieber Pneu. Kauf lieber wirklich jetzt Pneu, lass drauf machen. Anstatt, wenn es jetzt wirklich so sein sollte, dass es verboten ist, damit zu fahren, mit runtergefahrenen Pneu und der Sicherheitsaspekt ja nicht mehr gewährleistet ist, habe ich gefunden, hey, kauf lieber andere, wo du richtig wieder genug Profil drauf hast, auch wenn es vielleicht billiger sind. Und ja, das ist ein bisschen mein Gedanke. Beim TÜV war es so gewesen, beim TÜV war es anders gewesen, und zwar habe ich beim TÜV absolut gleiche drauf gemacht, wie ich schon drauf hatte. Weil beim TÜV ich bin mit ihnen zufrieden gewesen, super zufrieden gewesen, ich habe nie Probleme gehabt, ich habe volles Vertrauen in dir und ich kenne mich zu wenig aus damit. Also haben wir einfach die gleichen wieder drauf gemacht. Würde ich so oder so für ein Auto wie beim TÜV oder schwätzen halt mit. Oder schmerzen einfach mit einem Experten darüber, was so gescheit wäre, oder mit, besser gesagt, mit einem Händler. Und dann würde ich sagen, wäre es das gescheit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. So ein kleines anderes Video, aber ich habe gedacht, es brennt mir gerade so auf der Zunge, dass ich das gerade loswerden soll, bevor ich das nächste Mal fahre. Und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Mal. Euer Obscur94. Ciao miteinander.